Anlässlich des 300. Geburtstages von Preußenkönig Friedrich II. Befinden sich in der Treuenbrietzener Altstadt ab sofort Texttafeln an historischen Gebäuden. Mit einer kleinen Führung wurde diese Ausstellung eröffnet, die auch in vielen anderen Städten im Land Brandenburg organisiert wird. Die AG Städte mit historischen Stadtkernen ist seit 2004 ein fester Partner von Kulturland Brandenburg. Im Rahmen der Themenjahre beteiligen sich verschiedenste Mitgliedsstädte, meistens zwischen 6 bis 12 Städte sind dabei an den Themenjahren. Sie suchen sich nochmal ein eigenes Motto. In diesem Jahr König macht Stadt, und Treuenbrietzen ist eine Station von insgesamt 10. 10 Städte beteiligen sich in diesem Jahr mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Wesentlichen geht es immer um die baukulturellen Spuren, die Spurensuche in der Stadt in diesem Jahr. Welche Spuren hat Friedrich II. Hat seine Zeit hier hinterlassen? Hier geht es auch um die Stadtentwicklung, an bestimmten Gebäuden festgemacht, wird gezeigt, welche Spuren diese Zeit in dieser Stadt in Treuenbrietzen hinterlassen hat. Das Entscheidende unserer Ausstellung, und das war der Beitrag, womit wir uns eben auch beschäftigt haben, ist ein Stück weit gewesen, dass wir tatsächlich festgestellt haben, dass Friedrich an der Stelle das erste Mal Städtebauförderung betrieben hat. Und was kann man nicht besser zusammenbringen als Städtebauförderung damals und Städtebauförderung heute? Und ich gehe fest davon aus, der wäre mächtig stolz, wenn er sehen würde, was aus so einer Städtebauförderung eigentlich alles werden kann. In Treuenbrietzen sind es insgesamt 4 Gebäude. Wolfgang Uksche zum Thema. Wir haben also nicht alle nehmen können, die hier im Ort nachweisbar sind, sondern wir haben uns auf 4 Standorte konzentriert. Das fängt mit dem Rathaus an. Da beginnt auch die Ausstellung letztendlich mit dem Einführungstext zur Sache des Hauses, zur Garnisonsgeschichte allgemein. Wir haben das sogenannte Himmelhaus mit drin, das nicht damals errichtet wurde, fällt also ein bisschen aus dem Rahmen. Aber dafür zeigt es eben den Garnisonsstandort seinerzeit und die Soldaten, die darin verkehrt sind. Wir haben dann unser heutiges Gymnasium, was früher Lazarett, als Lazarett diente für die Soldaten. Und wir haben letztendlich dann hier vor der alten Apotheke, vor der Adlerapotheke, die 4. Tafel, weil wir hier eben auf das Haus hinweisen wollen, das damals neu gebaut worden ist und auch mit dem Herrn Paukert eine Persönlichkeit hatte, die nicht bloß in Treuenbrietzen bekannt war, sondern eben auch darüber hinaus zum Beispiel im Preußischen Landtag saß und damit auch über Treuenbrietzen hinaus eine Persönlichkeit gewesen ist. Geschichte erleben und zugleich auch erlaufen ist ein wesentlicher Aspekt der Ausstellung, die auch unter einem besonderen Motto steht. Wir haben das Motto "Kommt zur Vernunft, Friedrich II. Von Preußen", anlässlich des 300. Geburtstages von König Friedrich II. Und insgesamt sind es über 30 Projekte, die sich beteiligen. Also das ist eine ganz große Bandbreite von historischen Ausstellungen über Konzerte, Theater, Lesungen, Stadtführungen, Radtouren. Also im Grunde eine Riesenpalette an Angeboten. Und das Ganze findet natürlich noch bis Ende des Jahres statt. Hier die Ausstellungen der AG-Städte mit historischen Stadtkernen, das sind ja Aufsteller im öffentlichen Raum. Die werden noch bis Oktober zu sehen sein. Und wie es mittlerweile gute Tradition geworden ist, hat die AG-Städte mit historischen Stadtkernen auch die Auszeichnung zum Denkmal des Monats an unser Themenjahr angebunden. Also auch da geht es um Friedrich II. Und das 18. Jahrhundert. Die Tafeln, die Sie sehen, die sind mit unseren quasi treuesten Partnern, mit dem WE-Werk aus Weimar wieder entstanden, und sie haben immer was ganz Besonderes. Und Sie merken schon, sie haben also oben eine Krone. Wenn man genau nach hinguckt, könnte man so ein bisschen die Silhouette der Stadt Treuenbrietzen entdecken, mit viel Fantasie zumindest. Aber noch besser ist eigentlich die Tatsache, dass es eine Krone ist. Also die sind nicht umsonst so gewählt, man darf sich darauf setzen. Es ist also nicht nur was, was man hinstellt, sondern wo man sich draufsetzen kann. Und genau das ist auch bezweckt, sich in Ruhe hinzusetzen, nachdem man die Information hat, sich die Objekte anzuschauen und dann darüber nachzudenken, stimmt das, was dort steht? Vielleicht eine eigene Meinung auch sich zu bilden. Vielleicht auch noch zusätzliche Aspekte zu finden, die wir so gar nicht betrachtet haben. Das heißt, Kultur und das ganze Thema soll erlebbar gestaltet werden und soll wirklich eben auch mit dem Alltag sozusagen leben. Zu sehen sind die Informationstafeln bis zum Oktober. Eine besondere Ausstellung mit besonderem geschichtlichen Hintergrund.